Heute geht es mal um das spannende Thema Kapitalerhöhungen. Da liest man ja immer sehr viel zum Thema Deutsche Bank will schon wieder Kapital erhöhen oder die und die Aktiengesellschaft steht kurz vor einer Kapitalerhöhung. Was ist das eigentlich ganz genau? Genau das wollten wir heute mal im Detail klären. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist Kolja Barkhorn und auf der anderen Seite der Leitung, der Macht wollte ich schon gerade sagen, aber ich meine natürlich der Leitung, ist heute wieder Richard Dittrich dabei aus dem Kundensupport der Börse Stuttgart, ja, der kompetenteste Kundensupport, den es überhaupt gibt in der Branche. Ja, wenn man da anruft, sofort melden sie sich. Und heute geht es aber ja, um Kapitalerhöhungen. Und Richard, du hast auch für uns wieder was vorbereitet, habe ich gesehen, und willst uns so ein bisschen durch dieses Thema mal durchführen. Genau, richtig. Ja, gerade, du hast schon angesprochen, durch das Thema Deutsche Bank kommt es jetzt wieder auf. Aber es ist immer ganz gut, wenn man weiß, was bedeutet es eigentlich, wo kommt es her. Und was ich auch machen möchte, ich möchte es nicht nur erklären, ich möchte, dass jeder selber ableiten und verstehen kann. Weil es immer schwierig, wenn man was nur gelernt hat, aber es nie wirklich in der Praxis gesehen hat, wie es funktioniert, wie man es einsetzen kann. Es ist immer ganz gut, wenn jemand selber sich das ableiten kann. Und dementsprechend versuche ich das ein bisschen so in die Richtung aufzubauen, dass am Schluss jeder selber kann, sagen kann, klar, ist ja logisch, verstehe ich. Ja. Und dementsprechend gehen wir mal kurz auf die Präsentation. Das wird so der erste Part sein, dass wir uns da ein bisschen dran aufhalten. Ich glaube, man sieht uns beide in den Ecken. Hallo, bist du nachher oben und unten? Das sehen wir mal. Genau. Mal gucken, wo ich uns reinpacke. Also, Kapitalerhöhung. Grundsätzlich, bevor ich jetzt aufs Thema Kapitalerhöhung stärker eingehe, möchte ich erstmal davor mal gucken, was bekomme ich denn eigentlich, wenn ich eine Aktie kaufe? Denn wir haben sicherlich hier ganz viele Zuschauer, die sind Aktionäre. Die wissen dann wahrscheinlich im Normalfall nicht wirklich, was steckt denn hinter dieser Aktie. Ja, klar, da steckt ein Eigentumsanteil an einer Aktiengesellschaft. Aber in welchem Verhältnis, in welchem Maß, wie viel Euro, wie viel Promille oder. Und darauf möchte ich jetzt eingehen. Es gibt nämlich theoretisch zwei unterschiedliche Möglichkeiten, wie so eine Aktie aufgebaut sein kann. Ich habe jetzt hier zweimal identisch ein Grundkapital von 200 Millionen einfach mal, also eine relativ kleine Aktiengesellschaft. Wir haben einmal Aktien mit Nennwert. Das war die Version, die in Deutschland sehr lange üblich war. Das heißt, also man hatte einen festen Euro-Wert, der als Nennwert auf der Aktie drauf stand. Zum Beispiel in dem Fall hier 50 Euro Grundkapital. Das heißt, eine Aktie hat 50 Euro Grundkapital verbrieft. Und da wir 200 Millionen Grundkapital hatten, gab es eben insgesamt 4 Millionen Aktien, die ausgegeben wurden. Das war die Version, die lange Zeit sehr üblich war. Das ist wahrscheinlich auch das, was vielen Anlegern heute noch im Kopf ist. Allerdings schon seit langer Zeit gibt es eher die nennwertlosen Aktien. Nennwertlos, also da steht kein Eurobetrag drauf, sondern diese nennwertlosen Aktien entsprechen einem gewissen Bruchteil des Grundkapitals. Auch hier wieder kann man sagen, ich hätte mal das Beispiel, wir wollen, dass eine Aktie das 40 Millionste des Grundkapitals widerspiegelt. Und dann kann man es relativ leicht rausrechnen. Das heißt, in dem Fall, eine Aktie hat einen Wert von 5 Euro. Vielleicht kann sich der eine oder andere erinnern, 5 Euro war die erste Aktie mit so einem kleinen Betrag. Das war damals die Firmen AG, das ist schon lange her. Was man allerdings sagen muss, das obere von den beiden Beispielen, das kann man eigentlich fast vergessen, weil es kommt heute so gut wie nicht mehr zum Tragen. Die meisten Gesellschaften haben auf nennwertlose Aktien umgestellt. Vor allem aus dem amerikanischen Sektor kommt diese Aktienbegebung. Und darum hat man sich hier relativ stark angepasst. Das heißt, das obere vergessen wir mal komplett. Wenn wir heutzutage von einer Kapitalerhöhung sprechen, geht es eigentlich immer darum, dass nennwertlose Aktien die Kapitalerhöhung erfahren. Und das ist ja das, was ihr immer seht bei einer Aktie. Zum Beispiel, wenn ihr euch die anguckt, steht dann ja immer genau dahinter, was es für eine Aktie ist. Ne? Stammaktie oder Inhaberstammaktie und so weiter. Das sind ja die klassischen Formen, aber es gibt ja zum Beispiel auch genau. Namensaktien und so. Und ganz am Ende steht ganz häufig so ein O, kleines O, Punkt, N, Punkt. Ja? Und das bedeutet eben, dass es ohne Nennwert ist. Ne? Genau, richtig. Und das sieht man sehr, sehr häufig jetzt auch bei deutschen Werten. Wie gesagt, früher war es häufig so, dass eine deutsche Aktie 50 Euro meistens einen Nennwert hatte, wo es auch feste Werte gab. Aber das ist schon lange historisch, deswegen ohne Nennwert, UN. Genau, das ist jetzt der übliche Weg momentan. Und deswegen werden wir auch in diesem Beispiel an der Praxis entlanghangeln und zeigen, was passiert, wenn jetzt diese Gesellschaft mit einem Grundkapital von 200 Millionen Euro eine Kapitalerhöhung machen möchte. Vorweg mal grundsätzlich, ja, was ist dazu nötig? Wer kann das bestimmen? Wie funktioniert das? Ich glaube, wir wissen alle, eine der Aktiengesellschaften oder die Aktiengesellschaft an sich ist relativ basisdemokratisch. Das heißt, was ist dazu nötig? Es müssen 75% der anwesenden beschlussfähigen Kapitals, also der Hauptversammlung, dafür stimmen, dass eine Kapitalerhöhung vorgenommen wird.
erst dann kann das Ganze umgesetzt werden. Also schon relativ ein großer Batzen, der dazu zustimmen muss, die auch vorhanden sein müssen, die da sein müssen mit ihren Stimmen oder eben entsprechend Vollmachten vergeben haben. Erst dann kann eine Kapitalerhöhung auch wirklich umgesetzt und angeplant werden. Ich würde sogar noch mal ganz kurz vorher ansetzen zu der einen Frage, weil als Anfänger habe ich immer gedacht, dass wenn ich jetzt zum Beispiel eine Aktie kaufe von einem Unternehmen, dass das Unternehmen dann direkt das Geld bekommt und ich die Aktie. Also dass ich im Prinzip tausche mit dem Unternehmen Aktie gegen Geld. Aber das ist ja im klassischen Fall nicht der Fall, sondern auf dem Zweitmarkt handeln wir Aktionäre die Aktien untereinander einfach hin und her. Ne? Genau. Und jetzt bei der Kapitalerhöhung geht es ja erstmal dann darum, ja, dass neue Aktien ausgegeben werden und tatsächlich das Unternehmen wieder neues Kapital bekommt. Ja. Genau, richtig. Also hast du den Begriff gerade Sekundärmarkt benutzt. Wir als Börse sind der sogenannte Sekundärmarkt. Der primäre, der erste Markt ist entweder, ich beziehe die Aktien direkt vom Unternehmen bei einem IPO. Wir haben jetzt Snapchat vor kurzem gehabt. Da ist wirklich das Unternehmen selber dahinter und erhält das Geld. Genauso kann es auch im Anleihenbereich sein, dass Anleihen begeben werden. Ich kriege sie direkt vom Herausgeber der Anleihe. Dann bin ich am Primärmarkt beteiligt und danach wird der Handel am Sekundärmarkt an der Börse stattfinden. Und hier handelt dann nicht der Aktionär, der zukünftige oder der bisherige Gläubigerinhaber mit der Unternehmung, sondern immer untereinander, hat einen ganz einfachen Grund. Vielleicht schweife ich ganz kurz ab. Es gibt sowas, das nennt sich Fristentransformation. Eine Aktiengesellschaft gibt Aktien aus und will die eigentlich nie wieder zurückhaben im Normalfall. Und ein Anleihenbegeber gibt Anleihen aus und weiß genau, läuft 4 Jahre. Jedes Jahr gibt es einmal Zins. Am Ende der Laufzeit gibt es Zins plus Kapital. Fertig. Und in der Zeit dazwischen wollen die Gesellschaften eigentlich nichts mit den Papieren zu tun haben. Allerdings Anleger, also ihr und ich, möchten auch zwischendrin mal, wenn es sein muss, die Aktien wieder verkaufen oder neu aufnehmen. Und dementsprechend gibt es die Börse, diese langfristigen Interessen, der Herausgeber der Papiere mit den kurzfristigen Interessen, der Käufer davon vereinbart und einfach die Möglichkeit gibt, auch zwischendrin während der Laufzeit den Handel zu ermöglichen. So, jetzt haben wir da auch einen kleinen Ausflug gemacht in die Richtung. Ja. Ganz okay, Punkt. Also wer ist dafür nötig? Wir haben es gesagt, das sind 75% des beschlussfähigen Grundkapitals. Das heißt also, wir haben hier 200 Millionen und wir haben in großer Mehrheit in unserem Beispiel jetzt mal beschlossen, jawohl, wir wollen eine Kapitalerhöhung um 50 Millionen vornehmen. Das heißt, im Endeffekt danach werden wir, wenn die Kapitalerhöhung durchgeführt wurde, ein neues Grundkapital haben, das eben den 250 Millionen entspricht. Mhm. Erstmal relativ einfach, das kriegt man so relativ gut hin. Wie geht das Ganze vonstatten? Es gibt einmal die klassische, hier für den nennwertlosen Aktien Kapitalerhöhung, wo man sagen kann, na gut, wir haben 40 Millionen Aktien, die draußen sind. 200 Millionen, wenn man es umrechnet, mit den 40 Millionensten hieß es 5 Euro. Es sollen 50 Millionen neue dazukommen. Auch da bleiben wir weiter im gleichen Verhältnis. Es soll hier entsprechend ein 10 Millionensten Anteil des Grundkapitals die Aktie widerspiegeln. Rechnung ist auch hier recht einfach. Auch da werden die Aktien nachher einen Betrag von 5 Euro des Grundkapitals widerspiegeln. Jetzt gibt es verschiedene Rechenmöglichkeiten. Entweder wir schauen uns das hier an oder das. Ich meine, egal was davon, man stellt relativ schnell fest. Wir haben ein Verhältnis zueinander von 4:1. Das ist recht einfach zu berechnen. Und hier kommt auch das sogenannte Bezugsverhältnis zustande. Das hört man immer wieder. Ich habe extra mal eine schöne gerade Zahl genommen. Häufig gibt es natürlich auch Bruchzahlen. Aber so lässt sich einfach für uns leichter rechnen. Bezugsverhältnis heißt dann einfach, Verhältnis altes Kapital zum neuen Kapital und dementsprechend auch Verhältnis, wie viel Aktien ich beziehen darf als bisheriger Inhaber der alten Aktien. Ich werde jetzt häufiger mal den Begriff alte Aktie, junge Aktie verwenden. Einfach alte Aktien sind die bisherigen Aktien, die am Markt vorhanden sind und junge Aktien sind die Aktien, die neu herausgegeben werden. Sobald die Kapitalerhöhung durchgeführt wurde, gibt es da keinen Unterschied mehr. Das wird alles in einen Topf geworfen. Die haben auch die gleiche WKN im Normalfall. Da gibt es also keinen Unterschied danach mehr zwischen alt und jung. Okay, also was bedeutet so ein Bezugsverhältnis? Was kann ich damit anstellen? Wir haben gerade gesehen, es gibt alte Aktien, ich brauche 4 davon. Bezugsverhältnis 4:1 sagt mir gerade. Und mit 4 alten Aktien habe ich einfach das Recht zum Bezug einer neuen Aktie. Das wäre jetzt mal das Einfache, was dahinter steckt, was sich jeder vor Augen halten soll. Also grundsätzlich habe ich erstmal ein Recht. Wir aber alle hoffentlich jetzt mitbekommen haben, überall, wo ich irgendwo ein Recht habe, habe ich auch eine Pflicht oder ich habe irgendeinen Nachteil, der auch damit zustande kommt. Weil etwas, das nur Rechte und keine Pflichten mit sich bringt, ist relativ selten, beziehungsweise nur Rechte und kein irgendwelcher Nachteile, wenn ich das geschenkt bekomme, eine junge Aktie. Klingt ganz toll, so funktioniert es natürlich nicht. Denn ich kann jetzt ja erstmal den Wert, den rechnerischen Wert von meinem Bezugsrecht berechnen. Das heißt, ich habe zum Zeitpunkt, nachdem die Kapitalerhöhung bekannt gegeben wird, einen Wert der alten Aktie von 120 Euro. Und wie wir gelernt haben,
soll eine neue Kapitalerhöhung stattfinden, 50 Millionen Euro, und die Unternehmung sagt, okay, pro junge Aktie muss der neue Aktionär dafür 100 Euro zahlen. Da sagt sich jeder erstmal, wunderbar, die alte steht bei 120 Euro, die neue, die junge Aktie kriege ich ja für 100, klingt ja erstmal günstiger. Was man allerdings bedenken muss, ich habe ein Bezugsverhältnis von 4:1, dementsprechend brauche ich nicht eine alte, sondern ich brauche dementsprechend 4 alte Aktien, die zum Bekanntgabezeitpunkt 120 stehen, um eine junge Aktie zu erhalten. Das ist mal das Grundkonstrukt dazu. Und was wir jetzt mal machen werden, ist dieses Bezugsverhältnis 4 alte zu einem neuen. Man sieht, ich habe dann mit 4 alten Aktien das Recht, die neue billiger zu erwerben. Das ist ein Abschlag, eine Verbilligung. Also kann man ganz klar sagen, dieses Bezugsverhältnis hat irgendwo auch einen monetären Wert. Den kann man sich auch relativ leicht ausrechnen. Den rechnerischen Wert machen wir jetzt mal hier wirklich zum Zeitpunkt Bekanntgabe der Kapitalerhöhung, 120 Euro alte Aktien. Das heißt, wir haben 4 alte Aktien, die je 120 Euro Wert haben. Dann müssen wir dazu rechnen, die 100 Euro, die ich mitbringen muss als neuer Aktionär, wenn ich eine neue Aktie kaufen möchte. Das heißt, im Endeffekt, ich habe nachher 5 Aktien, die insgesamt 580 Euro wert sind, nach dieser Rechnung. Mhm. Wenn wir es durch 5 teilen, hat jede Aktie dann einen Wert von 116. Mhm. So, das heißt also, wir machen das Ganze mal ein bisschen kleiner. Falsche Richtung, so rum, hier lang. Ich habe also eine alte Aktie, die 120 gekostet hätte. Eine neue nach der Kapitalerhöhung hätte rechnerischen Preis für 116 Euro. Und wenn man das voneinander abzieht, kann man sagen, welchen Wert das Bezugsrecht hat. Das heißt, das Bezugsrecht in unserem Beispiel hätte zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Kapitalmaßnahme einen rechnerischen Wert von 4 Euro. Mhm. Alte Aktien plus den Bezugspreis, die 100 Euro der neuen Aktie, haben wir das gesamte Aktienpaket, das sind 5 Aktien zukünftig, das teile ich durch 5. Und das, was da rauskommt dabei, ziehe ich einfach von dem Wert der alten Aktie ab. Und die Differenz ist einfach der Wert des Bezugsrechts. Und dieses Bezugsrecht haben aber am Anfang jetzt nur die Anteilseigner an dem ersten Grundkapital. Ja? Also es darf noch kein anderer mitmischen. Was ich gleich mal vorbereitet habe, ist einfach mal ein Beispiel, wie die Bewegung bei Bekanntgabe und bei der Umsetzung der Kapitalmaßnahme des Preises der ursprünglichen Aktie vorgenommen werden kann. Das ist jetzt nicht, dass es immer so ist, also bitte nicht traurig sein, das ist jetzt nur mal ein Beispiel, das ist auch keine Beratung, keine Empfehlung sein. Es soll nicht heißen, so klappt es jedes Mal, aber historisch betrachtet ist das Bild immer sehr identisches. Bei Herausgabe oder Bekanntgabe einer Kapitalmaßnahme, bei Umsetzung dieser Kapitalerhöhung ist das Chartbild immer relativ gleich oder sehr häufig identisch, und das möchte ich euch gleich mal zeigen, aber du hast absolut recht. Erstmal hat nicht jeder das Recht, die Aktien neu zu beziehen, sondern erstmal haben diese Rechte die alten Aktionäre. Und warum das so ist, ist folgender Grund, aber gehen wir erstmal zu hier über, dass man einen gewissen Verwässerungseffekt vermeidet. Ja, jetzt haben wir mal ein Luxusproblem. Ich habe hier mal ein Beispiel, dass es einen Großaktionär in unserer Beispielaktie gibt, der 50 Millionen Euro des Grundkapitals hält. Das heißt 25%. Mit dieser 25% hat er häufig auch schon relativ viel im Unternehmen zu sagen. Denkt daran, um die Kapitalerhöhung überhaupt durchführen zu können, müssen 75% dafür stimmen. Wenn der eine Großaktionär mit 25% schon dagegen spricht, hat er relativ viel Macht im Unternehmen. Also, der hat 25% der Stimmen und er hat dementsprechend relativ viel im Unternehmen zu sagen. Wenn jetzt neue Aktien an den Markt gebracht werden und der Großaktionär, der bisher keine Chance kriegt, möglichst von vornherein mit beteiligt zu sein, würde Folgendes geschehen. Das Ganze würde bei ihm verwässern. Das heißt, er hätte weiterhin 50 Millionen Grundkapital, aber der gesamte Block des Grundkapitals ist ja nicht mehr der gleiche wie vorher. Er ist nicht bei 150, sondern 200.000 plus 50.000, 200 Millionen bis 50 Millionen, hätte man ein Grundkapital von 250 Millionen. Ja. Wenn er weiterhin bloß, in Anführungszeichen, bitte nicht falsch verstehen, bloß 50 Millionen hält, ist es dann eben nicht mehr 25%, sondern nur noch 50% des Grundkapitals. Und das ist auch der Hintergrundgedanke, dass dieser Verwässerungseffekt nicht auftritt, gibt man allen alten Aktionären die Chance, von vornherein an der Kapitalerhöhung teilzunehmen, bevor das der Rest des Marktes machen kann. Und das ist dann auch der Grund, warum die Aktie in der Regel vorher fällt, oder? Weil ich meine, ich gehe jetzt nochmal zurück. Ich sage mir, okay, ich habe jetzt Aktien, die 120 wert sind. Mit den zusätzlich neuen, jungen Aktien ist dann ja nur noch, wenn ich es richtig verstanden habe, danach jede Aktie 116 Euro wert. Rechnerisch. Ja, aber absolut richtig, ja. Also würde ich sozusagen vorher sagen, naja, dann, warum sollte ich das dann machen? Ja, dann verkaufe ich doch lieber vorher schnell und deswegen fällt der Kurs.
Kommen wir gleich dazu, weil genau dieser Effekt geschieht relativ häufig. Warum das ist, kann es verschiedene Ursachen haben. Kommen wir gleich dazu. Okay. Noch ganz kurz die Folie zu Ende. Wenn man einfach sagen kann, alles klar, wenn eben der bisherige Aktionär das Recht hat, in dem gleichen Verhältnis, wie er es bisher hatte, weitere neue Aktien zu beziehen, dann hat er die Chance, eben am Schluss eben keine 15 Millionen, sondern 62,5 Millionen Euro Grundkapital zu halten, wenn er das Geld aufbringen möchte. Pro Aktie 100 Euro, ist auch nicht gerade ein Steckenpferd. Und dann ist er wieder bei seinen 25%. Das mal vorweg, warum gibt es Bezugsrechte, warum oder was ist ein Verwässerungseffekt? Vielleicht auch ganz wichtig, theoretisch ist es auch möglich, eine Kapitalerhöhung ohne Bezugsrechte vorzunehmen, aber das ist so gut wie nie passiert. Das kann man dann machen, wenn man komplett neue Kapitalgeber ansprechen möchte, wobei man sich dann die alten verprellt und auch dementsprechend habe ich sowas schon in den letzten Jahren nicht mehr erlebt. Und das alles, was du jetzt beschrieben hast, ist dann eine ordentliche Kapitalerhöhung, ja? Ganz genau. Ordentliche Kapitalerhöhung, von der Hauptversammlung zugestimmt. 75% des vorhandenen Stimmrechts haben dafür gestimmt und dann mit Bezugsrechten ausgegeben. Das spricht man dann, oder davon spricht man dann von dieser ordentlichen Kapitalerhöhung, wo die Altaktionäre auch die Chance haben, ihre Verhältnisse im gleichen Maße fortzusetzen, sagen wir es mal so. Das ist ja ganz interessant, weil du hattest ja vorhin angesprochen, ganz kurz, die IPO von Snap Inc., und dort ist es ja so, dass alle Aktien, die jetzt über das IPO an institutionelle Anleger, aber auch an Privatanleger und so weiter rausgegeben wurden, ja ohne Stimmrechte sind. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Snap Inc. eine Kapitalerhöhung in Zukunft durchführen möchte, können die das ja im Endeffekt nach Lust und Laune und eigener Willkür tun, ohne dass die aktuellen Aktionäre da irgendwie mitentscheiden dürften, hätten die ja dann aber trotzdem dieses Bezugsrecht, auch wenn sie kein Stimmrecht haben. Okay. Es kommt immer darauf an, also bei solchen Wertpapieren muss man dann gucken, wie da die Rechtslage ist. Aber vielleicht Snap Inc. hat sich dann ein großes Beispiel genommen an Google. Weil Google, die beiden Entwickler von Google haben auch Kapital, also als sie an die Börse gegangen sind, sich selber einen kleineren Betragsanteil gesichert. Allerdings hatten nur die zwei Entwickler oder die zwei Erfinder von Google die Stimmrechtsaktien und der breite Markt hatte Aktien bekommen ohne Stimmrecht. Also man sieht schon, gerade in der Technologiebranche ist sowas nicht unüblich, dass man über diesen Weg dann eben versucht, sich selber noch zwar nicht das ganze Kapital bei sich zu bilden, aber gerade in der Entstehungsphase noch möglichst viele Entscheidungen bei sich als Gründer des Unternehmens zu halten. Und auf dem Weg kann man das eben machen, wenn man sagt, ich mache zwei verschiedene Aktien, eine ohne Stimmrecht, die andere mit Stimmrecht und die mit Stimmrecht oder mit dem zehnfachen Stimmrecht, die behalten die Herausgeber der Gesellschaft, die Gründer der Gesellschaft. Aber ob nun Bezugsrecht oder nicht, ist ja im Endeffekt, trotzdem muss man es als Anleger schon mal wissen, dass ich im Zweifel nicht mitentscheiden darf, ob halt eine Kapitalerhöhung stattfindet oder nicht. Und das ist natürlich für einen Privatanleger, der dann keine Lust hat, beispielsweise immer wieder neu dort Aktien zu kaufen, natürlich zu einer Verwässerung kommt dann. Ne? Aber Hand aufs Herz, seit wann legst du eine Aktien an? Ungefähr, ganz grob. Seit 2009. Seit wie viel Hauptversammlung hast du bisher versucht? Gar keine. So geht es fast allen. Das Problem ist, die meisten Aktionäre, also ich habe auch noch nie bei der Hauptversammlung, muss ich auch sagen. Ja. Auch, ich bin schon ein paar Jährchen dabei, aber die meisten Aktionäre kriegen halt von ihrer Bank so einen Brief zugeschickt. Da heißt es von der Bank, bitte hier, gib uns das Recht, für dich abzustimmen. Genau. Schaut euch mal das Ding an. Da steht doch nicht, wie soll die Bank für mich abstimmen, sondern nur, sie möchten es tun. Genau. Also wenn die Bank schon für mich abstimmen will, dann möchte ich da drei Kreuzchen haben. Für wie soll sie für mich entscheiden? Das passiert aber nicht. Das heißt, in den meisten Fällen bündelt sich die Stimmrechte bei irgendwelchen Banken, bei Depotbanken, indem die bisherigen Inhaber das Stimmrecht der Bank weitergegeben haben und wir als Aktionäre wissen gar nicht, was sie damit tun. Das ist das Problem, was wir manchmal haben als Aktionäre, dass wir theoretisch stimmberechtigt sind, auch wenn wir nur wenig Aktien haben, trotz allem, wir hätten ein Stimmrecht. Ja. Wir geben das Stimmrecht aber häufig an unsere Bank weiter, die uns darum bittet, dass die Bank in unserem Interesse abstimmen darf. Aber die weiß gar nicht, welches Interesse wir haben. Genau. Wobei das liegt aber auch ganz ehrlich daran, dass ich in der Vergangenheit noch nicht wirklich so die Notwendigkeit dafür gesehen habe, einfach im Hinblick auf die Volumen, die ich halt so gehandelt habe. Aber jetzt, wenn ich langfristig denke, und das tue ich eigentlich immer, ich mir schon nach und nach mehr und mehr Gedanken mache und ich weiß, dass definitiv ich noch einige Hauptversammlungen besuchen werde und für mich sowas jetzt mittlerweile schon mehr und mehr eine Rolle spielt, weil ich schon der Meinung bin, dass man ganz klar stärker und stärker seine Rechte auch kennen und im Zweifel wahrnehmen sollte. Einsetzen sollte, absolut. Irgendwo muss halt einer dann mal anfangen im Zweifel. Ja. Aber im Normalfall, die Privatanleger sind recht selten vertreten da leider. Ja, genau, das aber das kann sich ja ändern. Ne? Kann man dir sagen. Vor allem muss ich auch überlegen, ich kann ja
bis zum gewissen Gegenwert kann ich das wahrscheinlich sogar steuerlich geltend machen, die Anreise dorthin. Jetzt bitte nicht wegen einer Aktie irgendwo nach USA fliegen. Ich glaube, das wird das Finanzamt nicht anerkennen. Aber ab einem gewissen Batzen, ja, kann man durchaus auch mal eine Anreise vielleicht dann vertreten und dem Finanzamt mit als Werbungskosten einreichen. Versuchen ist dann definitiv wert. So ist es. Das deswegen gibt es übrigens, ganz, ganz interessanter Nebenfakt hier noch, bei der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway bin ich ja dieses Jahr im Mai. Und da kann man zum Beispiel, wenn man da eine Einladung will zur Hauptversammlung, muss man tatsächlich direkt dort im Büro diese Einladungen anfordern. Ja, ganz, ganz formlos. Man muss einen Screenshot mitschicken von seinem Depot, dass man also diese Aktie tatsächlich besitzt als Beweis. Mhm. Ja. Und das hat wohl damit zu tun, hat mir ein Schweizer Aktionär geschrieben, der dort seit Jahren hingeht, dass Berkshire eben keine Leute dort auf der Hauptversammlung haben will, die eben ja anfangen, irgendwelche Stimmungen gegen sie zu machen oder halt anfangen irgendwie mit Dividendenzahlungen und weiß ich alles, feindlichen Übernahmen und so weiter und so fort, die zu nerven, ja. Mhm. Ganz interessant. Also die Auswahl vorher schon getroffen bei denen. So ungefähr, ja. Und, aber egal, ich will jetzt gar nicht zu weit ablenken. Dann benimm dich gut, nicht, dass du auf die schwarze Liste kommst bei denen. Nee, also ich will sowieso keine Dividende von denen. Ja. Von daher, alles gut. Okay, jetzt gehen wir mal in das Thema, wie bewegt sich denn normalerweise ein Aktienkurs bei Bekanntgabe von so einer Kapitalerhöhung während der Kapitalmaßnahme und danach? Und einen wichtigen Fakt hast du schon angesprochen. Ich habe jetzt hier mal das Beispiel genommen. Bekanntgabe der Kapitalerhöhung am Ende des Handelstages T9. Also T ist einfach die Handelstage, dass wir ein bisschen eine Reihenfolge haben. Ganz, und kurz, ganz kurz eine Bitte, ja. kannst du immer kurz dort mit der Maus dann hinzeigen? Ja, ja. Perfekt. Ja. Dann sieht man es später. So, also das heißt, hier haben wir T9. Hier wird bekannt gegeben am Ende des Handelstages, passt mal auf, wir wollen 50 Millionen Euro neues Kapital aufnehmen. Wie reagiert der Markt denn drauf? Mal grundsätzlich, ohne jetzt irgendwelche Fantasien reinzunehmen, der Markt wird bestimmt der Börsenpreis von Angebot und Nachfrage. Und wenn plötzlich das Angebot um einen riesen Batzen, wie hier in dem Beispiel von 200 Millionen auf 50 Millionen Euro Grundkapital, also um nicht wenig zu beachtende Stückzahlen Aktien erhöht wird und die Nachfrage erstmal identisch bleibt, dass gar nicht mal die Nachfrage sinkt, sondern die Nachfrage bleibt gleich. Es interessieren sich nicht mehr, es interessieren sich auch nicht weniger Leute für die Aktie. Aber dadurch, dass einfach viel mehr Aktien am Markt vorhanden sind, ist es nachvollziehbar, dass dann eigentlich der Preis fallen könnte. Wichtig, das sind jetzt alles Beispiele, es muss nicht immer so funktionieren, aber einfach von der Logik, von der Historie her, ist es sehr häufig genau dieser Weg, dass eben nach der Bekanntgabe der Kapitalmaßnahme erstmal alle Anleger wissen, Moment mal, da gibt es bald eine ganz große neue Volumina an neuen Aktien. Vielleicht warte ich mal, vielleicht streiche ich sogar meine Kauforder und warte, ob danach der Preis vielleicht fällt. Und genau das passiert dann häufig am Tag nach Bekanntgabe der Kapitalerhöhung, dass der Markt, also nicht die Börse, nicht wir oder sonst irgendjemand, sondern der gesamte Markt einfach einen gewissen Abschlag vornimmt. Dass viele Käufer, die bisher einen Auftrag drin hatten, den Auftrag erstmal löschen oder den Kaufbetrag herabsetzen, weil sie ja wissen, da gibt es bald neue Aktien. Dementsprechend kann der Preis fallen, wenn die Aktie nicht so stark vom Markt aufgenommen wird. Ich mache mal meinen Kaufauftrag, der bisher bei 119 drin stand, auf 117 runter zum Beispiel. Wenn das ganz viele machen und dementsprechend weniger Käufer da sind, dann fällt auch der Markt wirklich. Okay, aber das kommt immer rein hundertprozentig durch die Marktteilnehmer zustande. Hier wird dann nicht irgendwie wie bei den Dividendenabschlägen irgendwie das vom Handel ausgesetzt oder so weiter. Das kommt noch. Das, okay. Der erste, in Anführungszeichen, Abschlag, der nach der Bekanntgabe vorgenommen wird, der kommt rein vom Markt. Okay. Denn der Markt kann natürlich unterschiedliche Gründe haben oder das auch unterschiedlich aufnehmen, warum eine Kapitalerhöhung vorgenommen wird. Genau. Wir haben vorher ganz kurz darüber telefoniert, was für Gründe gibt es denn überhaupt, Kapital aufzunehmen? Es kann Geschichten oder Stories geben, wo so eine Kapitalerhöhung sogar positiv wirkt. Genau. Es kann aber auch historische Stories geben, die man in der Vergangenheit betrachtet, wo man sagen muss, das ist jetzt nicht unbedingt positiv, die Kapitalerhöhung, sondern es ist ein nötiges Übel, das man hier vornehmen muss. Genau. Also quasi, was ist eigentlich davor passiert, ja? Genau, richtig. Ist es jetzt also zum Beispiel, wir brauchen neues Kapital, weil wir haben so viele Kundenaufträge, die wir schon fast gar nicht mehr abarbeiten können. Ja. Wir müssen unbedingt neue Mitarbeiter einstellen und brauchen ganz viele neue Werkshallen und so. Und deswegen brauchen wir bitte neues Kapital zum Wachsen. Oder aber, oh weia, wir sind kurz vor der Insolvenz, wir brauchen schnell Kapital, sonst können wir unsere Anleihen nicht mehr bedienen oder irgendwie sowas. Ja. Richtig. Also dementsprechend muss man immer gucken, man kann nicht pauschal sagen, Kapitalerhöhung ist schlecht für den Aktienpreis, muss einfach gucken, woher kommt es, warum ist es eigentlich jetzt gerade eingeführt worden. Vielleicht ganz kurz da in die Vergangenheit mal zu gehen. Ich habe ja vorher mal das Beispiel gezeigt, dass diese nennwertlose Lahms-Aktie in meinem Beispiel 5 Euro Gegenwert hat. Es gibt eine regulatorische Bedingung, dass dieser Betrag nicht unter 1 Euro fallen darf.
Also dass der Wert einer Aktie, dann nennen wir es so eine Namenaktie, bei einer Kapitalerhöhung nicht unter einem Euro sein darf. Genau. Und deswegen, das ist auch ganz wichtig. Deswegen hat auch die Commerzbank damals einen Split durchgeführt, ne? Richtig, in Reverse Split, weil die Aktien sonst zu günstig gewesen wären, hat vor die Commerzbank Folgendes vorgenommen. Jeder, der bisher alte Aktien hatte, hat für 10 alte Aktien eine neue bekommen nach dem Reverse Split, also genau das Umgekehrte vom Split. Da werden einfach die Aktien weniger im Depot, dafür aber mehr wert. Aus 10 alten Aktien wurde eine neue. Dadurch ist der Betrag erhöht worden. Wir kamen über diese 1-Euro-Grenze und danach konnte erst die Kapitalerhöhung durchgeführt werden. Mhm. Immer ganz schön, aus der Geschichte mal zu lernen und auch, wenn man sowas anschaut, mal zu wissen, warum haben damals Unternehmen was getan. Das lag genau in diesem Beispiel. Ja. Eine wertlose Namensaktie bei Kapitalerhöhung darf nicht unter 1 Euro sein. Und darum muss die Commerzbank damals diesen Reverse-Split vornehmen. Und lass mich raten, hat bestimmt wieder mit Verbraucherschutz zu tun, wegen wir müssen die Anleger schützen vor Penny-Stocks und so, oder? Ich weiß nicht, welchen Hintergrund dahinter steckt, aber ich weiß nur, dass es so ist. Aber man merkt schon, wie wunderbar so eine regulatorische Bedingung ausgehebelt werden kann, indem man einfach vor einen Reverse-Split macht. Aber wir haben einfach die regulatorische Bedingung und da muss ich dran gehalten werden. So ist es. Okay, also jetzt haben wir bisher noch nichts, was wir als Börse irgendwie getan haben. Wir sehen ja ganz klar, diesen Kapitalabschlag oder diesen Abschlag, den ich als Beispiel reingenommen habe, den macht wirklich der Markt. Man kann also sagen, in meinem Beispiel ist die Kapitalerhöhung nicht unbedingt aus der Position der Stärke heraus gemacht worden, sondern vielleicht eher das zweite Beispiel, das du genannt hast. Mensch, wir brauchen dringend Kapital, wir müssen irgendwo noch irgendwelche Bedingungen erfüllen, damit ich irgendwo mitmachen darf zum Beispiel. Oder weil ich einfach sonst Probleme habe, meine Produktion weiter aufrechtzuerhalten oder. Es gibt verschiedenste Bedingungen. Deutsche Bank können wir vielleicht nachher mal drauf eingehen, ganz kurz. Wobei ich da keine eigene Meinung haben darf und werde, aber da kannst vielleicht du was dazu sagen. Wir bleiben vielleicht erstmal bei dem Beispiel, wie es denn dann weitergeht. Wir haben dann in der Nacht, in meinem Beispiel von T16 auf T17, den sogenannten Trendtermin. Trendtermin heißt, alle, die noch am Tag T16 die Aktie hatten, die bekommen von ihrer bisherigen Aktie ein Bezugsrecht abgetrennt und auch zugewiesen. Und alle, die am nächsten Tag an T17 das Wertpapier kaufen würden, die ursprüngliche Aktie, kaufen es ohne das Recht, ein Bezugsrecht zu erhalten. Deswegen Trendtermin, T16 auf T17. Das heißt also hier, wir haben vorher mal ganz kurz den rechnerischen Wert eines Bezugsrechts bei der Bekanntgabe der Kapitalmaßnahme hier oben bei 120 ausgerechnet. Das war rechnerisch. Jetzt hier kann man mal wirklich sagen, faktisch, was ist denn an dem Tag eigentlich wert? Denn wenn ich am nächsten Tag die Aktie ohne das Recht auf dem Bezugsrecht handle, muss ich auch wissen, was fehlt denn da? Wie viel ist denn dieses Recht ungefähr wert gewesen? Ganz grob. Bei der Dividende ist es einfach. Wir wissen genau, welche Dividende ausgezahlt wird. Und dementsprechend ist der Dividendenabschlag am Markt meistens sehr identisch mit der wirklich tatsächlichen Dividende, die ausgezahlt wird. Hier bei so einem Bezugsrecht ist es nicht ganz so einfach. Aber man kann mal ganz grob sagen, gleiche Rechnung wie vorher. Wir haben am Schluss von T16, also hier, den Aktienkurs gehabt bei 117 Euro, der alten Aktie. Wir wissen, ich brauche 4 alte Aktien plus 100 Euro. Um eine neue zu beziehen. Das heißt, wir haben hier wieder 568. Wir müssen es durch 5 teilen, kommen auf 113,5. Und wie vorher schon, müssen wir jetzt von 113,5 die 117 abziehen, also den Preis der Aktie zu dem Zeitpunkt, und kommen so, Entschuldigung, die 100 abziehen, und kommen so auf den Wert des Bezugsrechts am Tag der Trennung von 3,60 Euro. Also einfach von 113,6 die 100 Euro abziehen, dann sehen wir, welches Wert das Bezugsrecht hat. Ja, na klar. In die Richtung. Und wir merken, das Bezugsrecht ist plötzlich weniger wert als bei der ersten Betrachtung. Ja, ganz einfach, weil auch der Aktienkurs zurückgekommen ist. Weil die Aktien nicht mehr bei 120 steht, sondern noch bei 117. Und dementsprechend ist das Recht des Bezuges der Aktie zu 100 weniger wert. Ganz klar, wenn die Aktie selber bei 120 steht, wenn ich die Aktie zu 100 bekomme, ist es interessanter, ist es lukrativer, würde ich auch mehr dafür zahlen, als wenn die Aktie nur noch bei 117 steht und ich sie dann entsprechend zu 100 bekommen kann. Je tiefer der Aktienpreis kommt, je weniger ist das Bezugsrecht wert, je weniger Interesse ist es, vielleicht interessant ist es, zu 100 Euro die Aktie noch zu beziehen, weil einfach der Abschlag immer weniger wird. Das heißt, diese 3,60 Euro, den Abschlag für das Bezugsrecht, das legen auch nicht wir als Börse fest. Was wir aber tun, du hast es vorhin schon angesprochen, zum Thema Aussetzen bei den Dividenden. Auch hier sprechen wir ja von einer Kapitalmaßnahme. Und auch hier werden wir am Morgen von T17 die Aktien ganz kurz, also wir heißt jetzt mal, ich spreche für alle Börsen, nicht nur für uns, das wurde schon mal im Video angesprochen, das macht im Normalfall jede Börse, sonst ist das ziemlich eigenartig, bei Kapitalmaßnahmen, denn das werden wir kurz vom Handel aussetzen und danach wird es gleich wieder eingeführt. Das heißt einfach, jeder bisherige Aktionär kann sich jetzt nochmal überlegen, will ich die Aktie wirklich zu meinem alten Preis kaufen zum Beispiel? Oder weiß ich ja, ich beobachte meine Aktie immer wieder, dass ich an dem heutigen Tag, weil ja ausgesetzt wurde, die Aktie bekomme, aber ohne das Recht
die junge Aktie zu beziehen. Und deswegen wird hier häufig ein Abschlag vom Markt, nicht von uns, vom Markt vorgenommen. Und der ist meistens sehr identisch mit dem Wert des Bezugsrechts. Also in meinem Beispiel habe ich jetzt einfach die Aktie konkret um 3,60 Euro fallen lassen. Wir sind jetzt hier. Das heißt, wir haben hier den ersten Abschlag gehabt. Den hat der Markt vorgenommen, einfach aufgrund der Nachricht. Ja, es wird eine Kapitalmaßnahme geben. Das wurde in dem Fall vom Markt nicht positiv, sondern eher negativ aufgenommen. Es gibt bald viel, viel mehr Aktien. Wir haben vielleicht einen Verwässerungseffekt. Es ist nicht unbedingt positiv, dass die Gesellschaft jetzt neues Geld braucht. Kommt die denn nicht von selber auf die Beine oder. Was da in den Köpfen immer vorgeht, ich kann jetzt mal ein allgemeines Bild malen. Aber man sieht, in dem Beispiel ging es erstmal runter. Und der zweite Knick nach unten kam eben dadurch, dass wir sagen, ab dem heutigen Tag handeln wir ohne das Recht, die Aktien zu beziehen, die neuen. Das heißt, dieser Wert, dieses Bezugsrecht, das wird vom Markt einfach schon abgeschlagen und die Aktie handelt dann dementsprechend tiefer. Und das kann man natürlich leider auch meistens nicht vorausahnen, also vorher herausfinden, ob jetzt eine Kapitalmaßnahme stattfindet. Das kann man vielleicht einschätzen selber, aber werden natürlich alle gleichzeitig informiert, der Markt. Ja. Richtig. Jetzt wollen wir eine durchführen und dann... Das heißt also, ab dem Tag hier, also ich gehe nochmal hier drauf, wo wir bei 120 stehen, da hat jeder am Markt mitbekommen, Kapitalerhöhung findet statt, es soll 50.000 Euro neues Geld aufgenommen werden. Und dementsprechend haben wir keine Möglichkeit, irgendwo vorweg irgendwie Informationen herauszunehmen. Und vielleicht auch da ganz wichtig, diese Kapitalerhöhung, vor allem hier der Abschlag hier, ich habe es schon bei den Dividendenzahlungen gesagt, dass sich keiner reich rechnen soll und sich irgendwelche Shortprodukte kaufen soll. Auch hier wird natürlich so eine Kapitalerhöhung in dem Wertpapier im Shortprodukt, also wenn ich zum Beispiel einen Wert kaufe, der auf fallende Aktien setzt, schon mit fallenden Aktien Geld verdienen, wird es so reingerechnet, als wäre vorrein schon bekannt gewesen, dass es so ist. Ja. Also auch da wird man nicht reich werden. Die Optionsspezialisten sonst. Genau, also auch da gibt es keine Möglichkeit. Bei solchen bekannten Kapitalmaßnahmen keine Chance. Eine Frage ganz kurz. Die erste Bekanntgabe ist ja erstmal immer der Vorschlag, ne? Der Kapital. Genau. So. Wobei und Vorschlag und auch Annahme an der Hauptversammlung im Normalfall. Genau, wie viel Zeit vergeht da in der Regel zwischen Vorschlag und zwischen dieser Abstimmung, wo halt 75% mindestens sagen müssen, ja? Ja, also häufig ist das so, dass für eine Hauptversammlung es ja ein gewisses Programm gibt. Und wenn man im Programm schon liest, dass zum Gespräch kommen soll und eine Kapitalerhöhung, das wird bestimmt nicht erst an diesem T9 gewesen sein. Das kann zum Beispiel bei T6 gewesen sein. Da wurde bekannt gegeben, hier oben, das ist meine Maus, dass eine Kapitalerhöhung in der Hauptversammlung diskutiert wird. Mhm. Und wenn sowas schon mal zur Sprache kommt, sind die Ersten schon mal vorsichtig, kann man ganz gut das Beispiel nehmen, darum ging es erstmal leicht runter und dann gab es wirklich die Hauptversammlung, dann kam es auch zur Sprache und die 75% haben auch dafür gestimmt, in meinem Beispiel, und dann ging es nochmal runter. Also es gibt da immer unterschiedliche Intervalle dazwischen, aber wie gesagt, bevor es zu einer Hauptversammlung geht, gibt es ja vorne eine gewisse Agenda, einen gewissen Tagesplan und dann steht sowas normalerweise auch mit drauf. Okay. So, was wir dann haben, wir haben die Handelszeit für das Bezug, also wir haben die Bezugsrechtszeit. Das ist normalerweise 14 Tage bzw. 10 Handelstage. Und der Börsenhandel findet normalerweise bis 8 Tage statt, weil die letzten 2 Tage kann es eben sein, bis die Verbuchung der Bezugsrechte von Käufer und Verkäufer stattfindet. Deswegen handelt man nur 8 Tage lang das Bezugsrecht. Die Bezugszeit sind aber 10 Tage. Die letzten 2 Tage braucht man für die Verbuchung des Geschäftes, in meinem Beispiel in T8, also am 8. Tag der Handelsspanne für das Bezugsrecht. Deswegen in meinem Fall habe ich jetzt den Handel ermöglicht bis T24. Jetzt fällt auch noch interessant, wenn Aktionäre sich dafür nicht interessieren und nicht reagieren, passiert Folgendes. Die Bank legt am letzten Tag, Handelstag des Bezugsrechts, wenn der Inhaber der Bezugsrechte nicht reagiert hat, automatisch die Bezugsrechte unlimitiert am Börsenplatz zum Verkauf. Weil sonst würden die Papiere ja verfallen, wertlos. Und dann hat der alte Aktionär sogar noch einen Verlust gemacht, weil er sein Bezugsrecht A nicht ausgeübt und B nicht verkauft hat. Das Bezugsrecht bekommt nämlich in diesen 10 Tagen oder 8 Tagen Handelsspanne, die ich angesprochen habe, eine eigene WKN. Die wird ganz üblich an der Börse gehandelt. Und dann kommt es immer darauf an, wo steht die Aktie. Und wenn die Aktie sich bewegt, bewegt sie dementsprechend auch das Bezugsrecht immer mit. Die Rechnung ist immer die gleiche. Man guckt einfach, wie viel ist das Recht noch wirklich wert. Wenn die Aktie weiter fällt während dem Bezugsrechthandel, wird auch das Bezugsrecht weniger wert. Klar, wenn ich anstatt die Aktie bei 117 nur noch bei 115 steht, ist die Verbilligung Einstieg bei 100 Euro weniger interessant, als wenn die Aktie wieder auf 120 hochgeht und ich dann eben bei 100 einsteigen kann. Und deswegen, während der Bezugsrechthandelsphase korrelieren sehr stark die Aktienbewegungen mit den Bewegungen des Bezugsrechts, weil die Leute ja ganz klar wissen, das Bezugsrecht ist immer dann viel wert, wenn die Aktie teuer ist und es ist wenig wert, wenn die Aktie eh schon günstig zu haben ist. Was aber hier auffällt am letzten Handelstag,
Auch da Angebot und Nachfrage, wenn plötzlich eine sehr große Menge an Verkäufen der Bezugsrechte auf den Markt geworfen werden, weil einfach Aktionäre nicht reagiert haben, das Depot wird bereinigt, damit die Bezugsrechte nicht wertlos sind, muss die Bank diese Bezugsrechte unlimitiert an die Börse legen zum Verkauf. Und ich habe dann plötzlich viel mehr Bezugsrechte vielleicht da. Darum kann es sein, dass am letzten Tag des Bezugsrechtshandels die Bezugsrechte etwas fallen und manchmal auch der Aktienkurs einen leichten Schlenker nach unten macht, weil sich dann die Anleger überlegen, wenn ich die Aktie shorte, werden die Bezugsrechte günstiger. Ja, wenn ich die Aktie shorte, muss die Aktie runtergehen. Ich kriege die Bezugsrechte etwas billiger zum Kauf. Das machen meistens dann die Großaktionäre, die großen Investoren. Und am Tag nach dem Bezugsrechthandel, beziehungsweise am ersten Tag, in dem es keinen Unterschied mehr gibt, alte Aktie, neue Aktie, am Tag, nachdem die Kapitalerhöhung wirklich komplett durchgeführt wurde und alles zu einem großen Aktienpaket von 250 Millionen Euro zusammengeschmolzen wurde, kann es sein, dass die Aktie noch mal ganz leicht positiv korrigiert. Das ist so eine Historie, wie man es immer wieder beobachten kann. Wie gesagt, bitte nicht böse sein, wenn es noch nicht funktioniert und auch nicht als Anlagestrategie verwenden. Es einfach mal aus der Historie zeigen und vor allem auch, warum das denn so ist. Weil ich finde es immer ganz entscheidend zu sehen, warum bewegt sich der Markt wie und an welchen Tagen geschieht normalerweise was. Dass man einfach für die Zukunft gerüstet ist, für solche Tage, was, wenn die Kapitalerhöhung geschieht. Deutsche Bank kann man es jetzt mal beobachten. Vielleicht legt man bei Gelegenheit mal das Chart der Deutschen Bank dagegen. Mal gucken, ob es einigermaßen gepasst hat. Ja. Und da, so, ist ja nochmal, also da ist ja nochmal so ein Sonderfall, weil ich da gelesen habe, da geht es gar nicht um die Ausgabe von normalen Stammaktien, glaube ich, sondern es geht irgendwie um eine neue Emission, oder? Von anderen Aktien. Sie wollen unter anderem auch die Vermögensverwaltung an die Börse bringen, das war auch noch irgendwie geplant. Aber das ist unabhängig davon. Ja, okay. Also es wird mehrere Wege geben, wie sie Geld sich beschaffen wollen, so habe ich es zum Beispiel mitbekommen. Also ich habe mich selber noch nicht stark damit beschäftigt, ich bin kein Deutsche Bank-Aktionär und ich warte mit den Infos erstmal, wenn der Bezugsrechtshandel wirklich anfängt. Okay. Das wäre sonst zu viel, wenn ich mich tagtäglich mit all den Details beschäftige, muss ich tatsächlich zugeben. Ja, ich würde auch gerade immer, weil viele Leute jetzt natürlich immer in den Communities gerade oder bei YouTube schreiben, ganz viele Kommentare jetzt zur Deutschen Bank und macht es nicht jetzt Sinn, schnell einzusteigen wegen XYZ und so. Und ich sage auch immer, gerade als Anfänger würde ich jetzt erstmal bei Banken immer vorsichtig sein, ja, und lieber erstmal mit anderen Aktien mich umgeben. Weil Banken generell, also wichtig, ja, unabhängig von Kapitalerhöhungen oder nicht, sind Banken immer schwieriger zu bewerten und einzuschätzen als andere Unternehmen. Also wenn die Frage von der Community kommt, die Aktie fällt ja jetzt, ist es jetzt sinnvoll einzusteigen? Dann muss man halt verstehen, muss ich verstehen, warum fällt die Aktie? Sie fällt eben, weil plötzlich viel mehr Aktien vorhanden sein werden. Ja. Ob das ja trotzdem noch der Grund ist zum Kaufen. Also ich würde es nicht abraten oder dafür sprechen, aber wichtig ist, dass die Anleger nicht fragen, Kolja, soll ich die jetzt kaufen? Sondern sie müssten erst mal sagen, Kolja, habe ich richtig verstanden, dass die Aktie fällt, weil... Und erst dann kann ich die Entscheidung treffen, okay, und mit dieser Prämisse, dass ich weiß, die Aktie fällt aus diesem Grund... Danach kann ich meine Überlegung starten, jetzt lohnt es sich für mich einzukaufen oder ich sage, der Verfall der Aktienkurse oder der Aktienpreise ist für mich trotzdem kein Indiz zum Kaufen, weil auf der anderen Seite die Menge der Aktien so arg angestiegen ist, dass es trotzdem weiterhin nicht lukrativ bleibt. Kann auch sein. Man muss sich ja immer vorstellen, wenn das Brot durch immer mehr Teile geteilt wird, dann ist halt jedes kleine Brotschnitt halt immer dünner und dünner und dünner, ja. Und das muss man sich halt als Anfänger bewusst machen. Richtig. Und deswegen finde ich diesen Videocast von heute sehr wichtig, dass man weiß, was passiert denn wirklich im Endeffekt danach. Ja, der Kurs fällt, absolut richtig. Sehr häufig fällt der Kurs. Aber warum? Und wenn ich das warum verstehe, kann ich dann für mich einschätzen, es lohnt sich trotzdem oder ich lasse lieber die Finger davon. Ja. Okay. Alles klar. Dann also im Großen und Ganzen... Wenn ich zum Thema Kapitalerhöhung, wir haben jetzt mal die reguläre, die ordentliche Kapitalerhöhung durch. Was natürlich auch sein kann, was ab und zu mal vorkommt, ist, dass Unternehmen Gratisaktien ausgeben. Haben wir auch schon gehabt, dass man einfach sagt als Unternehmung, ich habe jetzt so viel Kapital angesäuft, ich will, dass meine Aktionäre dann eine Gratisaktie erhalten und so habe ich dann eine Aufteilung des Kapitals ein bisschen vorgenommen. Auch das kann mal geschehen, auch sowas wird dann vorher bekannt gegeben, dass zum Beispiel 10 alte Aktien eine neue zum gewissen Stichtag bekommen. Auch das wäre eine Kapitalmaßnahme. Das hat aber eher damit zu tun, wie die Aktiengesellschaft dann Aktien und das Grundkapital ins Verhältnis setzen kann. Und auch so können sich dann die Gesellschaften vielleicht besser refinanzieren. Auch sowas hat man mal als Möglichkeit. Okay, also von meiner Seite aus, ich hoffe, ich konnte das ja relativ komplexe Verfahren der Kapitalerhöhung einigermaßen darstellen. Wenn nicht, einfach nochmal zurückspulen, nochmal von vorne das Ganze. Ich weiß, es ist nicht allzu einfach. Aber es ist einfach ein wichtiges Thema, vor allem wenn man jetzt gerade aktuelle Berichte aus der Deutschen Bank oder von der Deutschen Bank hört, da kann man mal ganz gut mitverfolgen und auch verstehen,
was passiert denn da eigentlich? Und auch mal sehen, ob man das, was man hier gelernt hat, auch in der Praxis einsetzen kann, denke ich mal. Genau, und den Teil, den wir halt jetzt weniger besprochen haben, ist halt eben zum Beispiel der Grund für die Kapitalerhöhung. Ne? Was gibt es halt für Gründe für Kapitalerhöhung? Ja. Und da muss man halt natürlich als Investor immer anfangen erstmal, bevor man jetzt absolut überhaupt... Will ich da mitmachen? Ist der Grund für mich plausibel? Ja. Klar. Ja. Genau. Also wenn ein großes Technologieunternehmen irgendwie tolle Forschung gemacht hat und die Forschung jetzt zu Geld machen möchte und dementsprechend neue Firmen oder neue Werke bauen muss und dadurch durch die Kapitalerhöhung auch die Erträge langfristig überproportional steigen werden, kann es auch sein, dass nach Bekanntgabe so einer Kapitalerhöhung der Kurs sogar nach oben geht. Also es muss nicht immer negativ sein. Und genau das ist es. Es fängt alles am Ursprung an. Ich muss wissen, warum geschieht etwas. Und dann kann ich mir eine Meinung bilden. Es wird keiner sagen, und das ist positiv, das ist negativ. Es wird vielleicht in der Zeitung geschrieben, aber macht euch bitte selber Gedanken. Und macht euch nicht zu arg abhängig davon, wie andere Meinungen dazu stehen, weil ihr investiert euer Geld und nicht das Geld anderer. Genau. Und dementsprechend die Gedanken bitte selber machen einfach. Okay, dann vielen Dank, Richie, für diese Informationen zum Thema Kapitalerhöhung. Das ist auf jeden Fall das umfassendste Video, was ich bisher dazu gesehen habe. Und ich habe auch selber noch nie eins, glaube ich, zur Kapitalerhöhung gemacht. Und vielleicht können wir uns ja dann irgendwann mal demnächst so ein bisschen das Gegenteil davon angucken, nämlich den Aktienrückkauf. Den Rückkauf. Ja. Ja. Das gibt es ja nämlich auch. Auf jeden Fall. Das können wir uns auch irgendwann mal anschauen. Geht in beide Richtungen, klar. Aber jetzt musst du wahrscheinlich wieder Fragen beantworten am Telefon. Unter anderem auch. Die nicht immer, aber unter anderem. Ich habe auch schon übrigens die ersten Besuche. Ich mache auch hier manchmal live irgendwelche Veranstaltungen bei uns im Haus, ganz kleine Führungen mit 20, 30 Leuten, da wurde ich schon angesprochen, hey, ich habe dich auf YouTube gesehen, also auch hier in Stuttgart gibt es den einen oder anderen Aktien mit Kopfdrucker. Ja, und du kannst natürlich auch in Zukunft, wenn du eine Frage per Telefon bekommst und du gerade keine Lust hast, die zu beantworten, dann kannst du einfach sagen, ich habe dazu schon ein Video gemacht, geh mal auf YouTube, ja. Ja, am Telefon ist manchmal trotzdem ein bisschen individueller, aber ja. Ja, klar, war ein Scherz. Okay. Dann du wirst lachen, sagen, aber manchmal verstehen das die Leute dann besser, wenn sie sich selber angucken müssen, als wenn sie es erklärt bekommen. Ja, vor allem, man kann halt dann, also am Telefon trauen sich vielleicht viele nicht zu sagen, das ging jetzt zu schnell, könnten sie es nochmal erklären. Genau. Hier ist es halt echt wunderbar, man spult nochmal zurück, guckt es nochmal an, macht sich vielleicht selber Notizen. Also vor allem die eigenen Notizen sind häufig sehr wichtig, um den Gang, wie verstehe ich das, wie verarbeite ich das, in Gang zu setzen. Und das hilft häufig leichter, weil man einfach leichter nochmal zurückspulen kann und das Ganze sich nochmal von vorne anschaut. Perfekt. Dann, falls ihr noch Fragen habt zu diesem Thema Kapitalerhöhung, einfach unten in die Kommentare hauen und dann schauen wir mal, welche wir noch alle beantworten können. Und ich muss mir auf jeden Fall einzelne Stellen des Videos auch nochmal selber neu angucken, weil für mich war auch wieder Neues dabei. Und deswegen, danke dir auf jeden Fall, Richard, und gerne bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.